Wir wurden alarmiert zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 7 in Fahrtrichtung Süden, kurz vor der Abfahrt Hünfeld-Schlitz. Kam es zu einem Verkehrsunfall. Dort war eine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Das Fahrzeug ist die Böschung runtergekracht durch den Aufprall. Die Stelle ist natürlich häufiger im Unfallgeschehen mit dabei. Die Rettung der eingeklemmten Person war unser Hauptaugenmerk. Nachher wurde das Fahrzeug noch entsprechend gesichert, sodass keine weiteren Gefahren von dem Fahrzeug ausgehen. Beide Personen, die betroffen waren, sind im Rettungsdienst übergeben worden und von dem Rettungsdienst dann entsprechend in Krankenhäuser gebracht, beziehungsweise eine Person war unverletzt, die konnte an der Einsatzstelle verbleiben. Unsere Einsatzkräfte sind geschult, was diese Einsatzstelle betrifft, was die Absicherung der Einsatzlagen betrifft. So ist natürlich schon ein Gefährdungsrisiko da, aber das können wir handeln mit unseren Fahrzeugen, mit unseren Absicherungsmaßnahmen, haben wir das alles im Griff. Osthessen News. Sehen, was bewegt.